heute am 23.09. Ich stehe hier. Wie das Mittagessen so ausschaut, ne? Was man so an leckeren Speisen erhalten kann. Schickische Socken von Tee oder Kaffee und heißes Wasser. Man sieht, sind ganz verschiedene Sorten von Brötchen vorhanden. Rotbrot und Brot. Sehr viel auch türkische Arbeit. Hier werden jeden Tag frische Fladenbrote zubereitet, nach türkischer Art. Verschiedene Sachen, Fladenbrot mit Auberginen, Fladenbrot mit Wurst, Fladenbrot mit Gemüse, Fladenbrot mit einigen Speisen. Zum Beispiel Nudeln Arrabbiata. Fisch gegrillt. Hier auch immer alles frisch. Und der berühmte Kuskusbrei, der ja in der Türkei ganz bekannt ist. Gute geröstet. Türkische Arten von Gemüse gibt es natürlich auch jeden Tag. Grüne Bohnen mit Fleisch. Besonders lecker sind auch die Kartoffelspalten mit ihren besonderen Gewürzen. Ja, und nun haben wir verschiedene Arten von Gewürzen. Extra Automat mit heißes Wasser und jegliche Arten von türkischen Tee. Wer nun Diät essen haben möchte, kann auch Diät essen. Also, kochendes Hühnchen. Nochmal Pfote gekocht und eisfrei. Immer viel frisches Gemüse. Frikadellen mit Soße, schmecken sehr, sehr lecker, werden auch gleich da. Zucchini Burani, besonders lecker auch. Und hier nette Pastetchen, umhüllt. Jeden Tag zweierlei Suppen, zum Beispiel Kürbissuppe mit Safran, und heute Gulaschsuppe. Darf ich hier das Salatbuffet präsentieren? Hier
viele leckere Sachen. Ich finde, so viel wie hier zu essen gibt, kann man wirklich gar nicht essen am Tag. Hier die verschiedenen Dressings und Soßen zu den jeweiligen Salaten. Zum Abschluss geht die Führung zu den verdammt leckeren Desserts, die ich jeden Tag genossen habe. Dies zum Beispiel ist meine Lieblingsspezialität, eine türkische Spezialität, ein Nussgebäck. Wunderbar. Sehr lecker auch das. Mit Schokolade überzogen. Da geht ein förmlich auf der Zunge. Und wie man sieht, haben sie auch super Torten, ebenfalls eine türkische Spezialität, auch die. Und hier läuft einem ja wohl wieder das Wasser im Mund zusammen. Wunderschöne, interessante Torten mit Motiven sogar, die ich jetzt mal näher zeigen möchte. Kleine Männchen, hier natürlich noch Dessertgläser. Ebenfalls wieder süße Törtchen. Auch diese sind sehr, sehr lecker. Esse ich jeden Tag. Wieder eine türkische Spezialität. Oh, und die ist auch besonders. Schmeckt ganz toll. Diese Torte hier. Es geht nun weiter, wieder eine türkische Spezialität und wieder eine super Art von Torte. Diese Art. Was das nun alles im Einzelnen ist, muss man für sich herausfinden. Ich begebe mich nun an einen Tisch, werde mir erstmal einen gemütlichen suchen. Gut, dann gehe ich auch noch auf die Außenterrasse, mache ich da noch eine kleine Führung. Zeige ich euch das auch nochmal. Und präsentieren. Sehr nett auch eingerichtet. Möchte ich mal einen netten Mitarbeiter vorstellen. Das ist Suku. Suku hat uns die ganze Zeit immer wunderbar bedient. Sehr, sehr freundlich. Spricht auch etwas Deutsch. Sind wir sehr gut miteinander zurechtgekommen. Schönen Tag noch, Suku. Oh, und da ist die Besonderheit des Tages. Mein Kätzchen. Mein Kätzchen. Das ist aber so süße, der hat sich ab und zu Leckerchen gegeben. Ja, komm doch her. Komm mal her. Ja, komm mal her, Mäuschen. Oh ja, es dauert etwas, bis sie so traurig ist. Ja. Oh. Guck mal, ist das nicht ein schönes Tier?
Wie ein kleiner Tiger. Oh, und da ist noch eine. Da ist noch eine. Ja, auch die süßen Kätzchen haben natürlich Hunger am Tage, ne? Nicht nur am Tag, auch abends. No. Das war eine wilde. Ich nehme nicht mehr. Super, ne? Ja. Hat man hier auch genug Platz, wirklich die Schweife mittags und auch abends zu sich zu nehmen. Dies ist dann der große Tennisplatz. Und Freizeitanlagen. Da vorne ist das Strandrestaurant. Kann man auch noch mal erwähnen. Sehr hübsch gelegen, direkt am Strand. Dann bin ich vorgelaufen bis zum Barbecue. Das ist meistens abends. Da gibt es richtig frisch gegrilltes Fleisch. Jeglicher Art. Die ganzen Töpfe in Chrom sind dann voll mit gegrilltem Fleisch. Und hier natürlich auch frisch zubereitet an den Grillöfen. Meine Süße, vielleicht gelingt es mir jetzt, sie mal zu streichen, aber doch zumindest zu filmen, ne? No. Guck mal hier. Und nochmal. Und nun? Wenn ich wieder in das Hauptrestaurant gehen und mir einen gemütlichen Sitzplatz suchen, dann die leckeren Speisen genießen. Die Führung ist hiermit fast beendet. Hier nochmal vom Eingang des italienischen Restaurants. Denn das Hotel hat ja mehrere Restaurants. Und dann habe ich das italienische präsentiert. Und ich hatte ja auch am 21.09. zu meinem Geburtstag in dem mexikanischen dinert. Nochmal kurz auf die Aussicht zum Pool möchte ich hinweisen, das ist der Hauptpunkt. Was ist denn jetzt? Ich schenke heute gern einen Pool-Leiter. Und ich nehme ein Glas Wasser mit Gas, bitte. Dankeschön.